So, und willkommen zurück bei Lego Star Wars, die komplette Saga. Wir laufen weiter. Laufen. Danke. Laufen kann man übrigens, indem man das... Nicht das jetzt mal... Den Stick vom Nunchuck ganz leicht nur bewegt. Nur ganz leicht, wirklich nur ganz leicht. Dann geht das. Episode 1, die dunkle Bedrohung. Wissen wir. Kapitel 2, wissen wir nicht. Invasion von Naboo. Die Handelsföderation hat mit dem Angriff auf die friedlichen, auf den friedlichen Planeten Naboo begonnen. An Bord des Landungsschiffs landen Qui-Gon Jinn und Obi-Wan gemeinsam mit dem Invasionstruppen auf Naboo. Sie müssen die Verteidiger des Planeten finden, bevor es zu spät ist. Und wenn wir Episode 1 abgeschlossen haben, also alle 6 Level geschafft haben, werden wir nochmal Level 1 spielen. Um... um die ganzen Minikits und sowas zu finden. Also, hier können wir auch noch nicht viel machen. Da ja auch noch einige Teile... nicht zu finden sind. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die Leisten immer voll zu kriegen. Ich habe auch gerade einen Multiplikator-Cheat gefunden, allerdings bringt das nur das, dass mir die Leiste schneller füllt, ansonsten eigentlich nichts. Bei Geld werden wir immer genug haben. Ey, meine Taste vom Nunchuck gerade. Lol. Die brauche ich doch. Ey, hier bleiben. Diese, wir können hier nämlich nichts machen, da wir keine Schusswaffe haben. Verzieh dich. Aber. Entschuldigung. Und ihr könnt auch mehrere Druiden zusammen dreschen, nenne ich jetzt mal. Um die dann alle gemeinsam zu killen. Also, nur ein Tipp. Hier in diesem Level die Leiste voll zu bekommen, ist sehr schwer. Also, ist wirklich nicht einfach. Weil man muss hier alles kaputt machen. Und alle Druiden besiegen. Ja, einfach alles. Bäume explodieren können, wusste ich auch. Oder man kann auch schnelle Macht nehmen. Dann ist die Macht ja einfach nur schneller halt. Genau, und die Druiden kommen immer wieder. Gibt es eine Menge Geld. Nein! Verdammt! Hätte ich nicht kaputt machen dürfen. Kriegt nämlich kein Minikit-Geld mehr. Weil hier kriegt man nämlich ziemlich viele. Und Leben. Am Anfang des Spiels braucht man die, später kriegt man Unbesiegbarkeit. Dann braucht man die eigentlich nicht mehr.
Genau, und das ist ein neuer Gefährte. Er nennt sich Jar Jar Binks. Der kann mich auch hochspringen. Ja, kannst du mal ausprobieren. So, da kommt man nämlich mit einem Jedi nicht dran. Ich zeig's euch mal. Seht ihr? Und Jar Jar Binks kommt da spielend dran. Deswegen ist er auch so nützlich. Das können auch noch einige andere, unter anderem einer meiner Lieblings, den ihr später sehen werdet. Na, und der kann auch hier einfach hochspringen. Ja, ist mir doch egal, ich brauche trotzdem noch Geld. Schnauze. Deswegen in dem Level kriegen wir ziemlich viele. Wir könnten die sogar schaffen, alle, oder? Nee. Alle bekommen wir nicht, aber mindestens. Fail. 7 oder 8. Also wir kriegen hier schon einige. Die Musik ist toll. So geheimnisvoll irgendwie. Ich mag. Ja doch, die Leiste ist doch hier ziemlich schnell voll. Ne, dann war das auch ein anderes Level. Dann war das nicht das, dann war das ein anderes. Und den Behälter bekommen wir nicht. Muss man einen anderen Charakter wieder zu haben. Und in dem Spiel kann man auch ganz besondere Minikits sammeln, und zwar blaue. Da kommt man vorher auch rein, jetzt nicht mehr, nur noch mit Metall. Mit Bomben kriegt man die. Und ja. Nicht auch blaue Minikits, und zwar einen pro Level, wie ich das gesehen habe. Wo der ist, weiß ich nicht. Die sind sehr schwer versteckt. Und ich glaube, die bekommt man auch erst irgendwie, wenn man alle hat. Weiß ich gar nicht. Müssen wir nochmal angucken. Wir werden die aber später noch sehen. Genau, und was ich vergessen zu sagen habe. Wenn man diese Stampfattacke macht mit dem Laserschwert, hier, hat das eine größere Reichweite, wenn das Laserschwert so leuchtet. Jo, Leiste ist gleich voll, weil wir im Level auch. Ich weiß gar nicht, wie lange das nur dauert. Ah, haben wir gleich schon geschafft, leider. Nervig. Verpiss dich. Hier muss man so eine Steinskulptur zusammenbauen. Wenn man es richtig macht, bekommt man einen Mini-Kit-Belter. Und zwar den 7. Passiere ich.
werde hier nochmal das Geld sammeln. Die sind gleich vor die Leiste. Und. Wieso nicht jetzt? Ich will die aber voll haben. Ach, das ist echt. Boah, sind das Nervensägen. Die Taste klemmt schon wieder. Mann. Barajedi. Und jetzt können wir. Eigentlich abhauen. Und weg damit und. Yippie. Schön beeinflusst mit seiner Macht. Hey. Ah ne, Level ist doch nicht so lang. Da waren. Die kommen später noch. Okay, sorry. Und noch ein goldenen Stein. Hoffe ich mal. Jetzt sieht 60.000. Ja gut, die späteren Figuren werden teuer, aber. Muss alles wieder hin. Ich weiß nämlich nie, wie lang die Level sind und werden. Deswegen spiele ich am liebsten immer nur ein Level pro Part. Dann werde ich hier in der Kantine noch ein bisschen rumspielen, Geld sammeln und so weiter. So, dass die Party immer auf 20 Minuten circa kommen. Hat noch länger. Ihr habt ja gesehen, der letzte Part war länger. Weil ich euch alles gezeigt habe. Ja. Das heißt, das Let's Play wird sich circa auf 40 bis 50 Parts auslaufen. Weil ja auch noch einige Bonus-Episoden sind, die man noch später spielen kann. Zum Beispiel hier. Was das ist, weiß ich nicht genau. Werden wir später sehen. Ich weiß nicht, wann das freigeschaltet wird. Werde ich euch gleich die anderen Episodensräume noch zeigen. Ich hasse. Ich will das nicht zusammenbauen. Yay. Schauen wir uns mal Episode 2 an. Hier haben wir auch noch. Wenn das 5 Level dürfte das sein. Ne, sogar 6 wieder. Weil nicht jede Episode hat 6 Level. Ich weiß gar nicht, ob wir dann noch 40 Parts kommen. Mal gucken. Freut euch auf ein tolles Let's Play. Ich hoffe mal, das gefällt euch. Disco! Hey! Okay, dann Episode 3 haben wir aber schon gesehen. Aber da gab es auch noch so einen kleinen Bonus, oder? Nö, hier gab es nichts. Aus Episode 4. Das ist schon die zweite. Ja, wie nenne ich es mal? Es gibt halt Star Wars 1, das ist Episode 1, 2 und 3. Und es gibt Star Wars 2, das ist Episode 3, 4, 5. Nee. 4, 5 und 6. Warum? Und komplette Saga ist dann eben alles und dann zusammengefasst.
Das Imperium schlägt zurück. Ja, warum schlägt er wohl zurück? Ich weiß es, aber ihr nicht. Ohaha. Was hat denn, ihr habt die Filme geguckt? Dann ist sie es auch. Nee. Aber, naja. Der Bonus. Da können wir auch rein. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Da braucht man goldene Steine für. 10 Stück. Also irgendwie Bonus-Episoden. Hier kann man auch einiges machen. Ich weiß nicht genau, was. Das weiß ich auch nicht, was das ist. Trailers. Da gibt es von Indiana Jones einen Trailer. Könnt ihr mal kurz angucken, wenn ihr wollt. Intro, was ist das? Ach so. Alle Szenen aus dem Spiel. Ich weiß auch, wo die alle vorkommen. Ich kann euch jetzt alle Level sagen, aber nein, mache ich nicht. Also fast nicht alle weiß ich, aber die meisten. Okay, und jetzt noch einmal Indiana Jones. Gibt es übrigens auch als Spiel. Gibt es auch einen zweiten Teil von. Habe ich mir aber nicht geholt. Ich bin nicht so wirklich der Indiana Jones Fan. Ist zwar ein cooles Spiel, ich habe es mal für den DS gespielt. Also den Teil, aber... He has discovered the world's most sought-after treasures. Nee. He has become known as the greatest adventure hero of all time. But next year... Ihr Opfer. Adventure breaks new ground. Lego Indiana Jones, the video game. From the award-winning creators of Lego Star Wars. Play through all three classic Indiana Jones films in one ultimate game. Play as the legendary action hero in Lego Indiana Jones, the video game. The greatest adventure ever assembled. Coming summer 2008, genau. Ihr seht, das Spiel schon sehr alt. Lego Star Wars. Gibt es schon seit 2000... Weiß ich gar nicht, 2007, 2006? Du kannst Indiana Jones im Geschäft kaufen? Hä? Ach so, stimmt, ja. Das war auch so ein kleiner Gag, so. Wenn man den Trailer schaut, kann man ihn kaufen. Der dürfte jetzt nicht frei sein. Ah, 40.000 Poetika. Perfekt. Captain Tapals. Aus Nass. Ah, der ist hier auch irgendwo. Ich glaube, der ganz letzte Charakter. Oder Charakter. Genau hier. Indiana Jones. 50.000. Ich werde mir überlegen, ob ich den kaufen soll, weil das ist Star Wars. Wir sind hier im Universum, im Weltall und nicht in Amerika in Tempel. Deswegen sehe ich.
4,3%, 50 Minuten schon gespielt. Daran sieht er immer, ob ich gespielt habe oder nicht. Haha, also bald sind wir aufhören. Viel Spaß, ihr aufmerksam. Und bis dann. Och, fail. Oh, besser.